So, weiter geht's in der Liga heute mit dem nächsten Spiel und da heißt der Gegner Eintracht Frankfurt. Na gut, schauen wir mal an. So, kurz mal die Nachrichten rausnehmen für das Training und dann geht's, wie gesagt, direkt ins Spiel rein. Ein Transferangebot für Ludewig reingekommen. Werder Bremen. Mindestverkaufssumme 10 Millionen, entweder ihr zahlt es oder lasst es. So. Nächste. Würde hier nicht passieren. Ich denke mal nicht, dass sie den großen Zahlen bekommen, zu zahlen sind. Ja, dass sie das Geld zahlen wollen. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. So, Bock hat. Ich muss mal ein bisschen rotieren, leider. So. Mal ein bisschen neu aufbauen. Ich überleg gerade was. Ich brauche mal hinten noch einen Rechtsverteidiger, der das probieren kann. Einfach mal ein bisschen rotieren. So. Aber warte mal. Kubilanski. Joao spielt länger schon im Verein. Der spielt, glaube ich, seit. Joao ist, glaube ich, so der Einzige, der noch gefühlt beim. Seit. Vom Originalkader übrig ist. So, gehen wir rein ins Match gegen Eintracht Frankfurt. Spieltag Nummer 20 steht jetzt an. So, auf geht's. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Versuchen zumindest. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Wir versuchen zumindest uns so viele Tore wie möglich zu erzielen. So, kurz das Abklatschen der Mannschaft mit dem Schiedsrichter, also jetzt Frankfurt in dem Fall. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04.
Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ein bisschen, wir müssen leider aufgrund einiger Eintracht Frankfurt Fitnessprobleme ein bisschen rotieren. Sie wählen das 3-5-2. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da welche Rolle spielen soll. Ist eine sehr offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so wie das im modernen Fußball ist. Na dann, auf geht's ins Match. Wie gesagt, Spieltag Nummer 20. Ob wir da eine fünfte Saison rannehmen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Bock hat. Ah, der hat schon den Ball verliert. Da ist halt, er ist halt kein Marco Richter, der heute nicht im Kader steht. Aber auch nur aus Fitnessgründen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Javairo Dilrosun. Schönes Ding. Der FC Schalke mit dem Vorteil. Ein Pass mit viel Auge. Schöner Ball auf Hund. Zika! 1-0. Der Schweizer aus der eigenen Jugend, den haben wir ja hochgezogen. Mit dem 1-0. Wie sage ich, Rechtsverteidiger? Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball. Aber der passt genau um den Knick. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Setzt sich da gegen Zubato, gegen seinen Nationalmannschaftskollegen. Erstes Saisontor. Florian Unzacker. Die Schalker da mit vorne. Ja. Also schon mal nach 7 Minuten direkt eine Situation gesetzt. Also aber gut rausgespielt da hinten. Den Vorteil genutzt, der Schiedsrichter hat sich abgepfiffen. Und dann funktioniert das ganze Ding. Und dann ein Kontakt gesetzt, gut gespielt und gib ihm. Guter Vorstoß, kann was werden. Und jetzt gelbe Karte für Lejeune, der. Ja, er hat den Ball. Im das Foul, er ja vorher noch gemacht hat. Unzacker. Ah, oh, schöner Ball. Mit das Tempo mit Paul Linio 2-0. 14. Minute. Yes. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, aber super auch wieder rausgespielt da. 19. Saisontor. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, wenn es weitergeht, fällt es in 1 Minute 21 das dritte. Ja, aber es wird nicht. Sie kämpfen um den Ball. Das Wind, das ist halt gut. Ja, raus, Karl Leitschitt. 3-0. Tolle sogar noch früher. Der Rosen. Nach 18 Minuten überrollen die Schalker natürlich erstmal die Eintracht hier. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 16. Ball bis jetzt verloren. Gut gemacht da vorne. Ah. Er ist der Trainer des Monats, Buschi. Das war die logische Wahl, denn im Titelrennen spielen sie eine vorzügliche Rolle. So, wie gesagt, vor 2 Jahren wieder aufgestiegen. Und letztes Jahr nur wegen 3 Punkte wie die Niederlage da in Berlin. Nein, kein. Die Saison ist zwar erst zur Hälfte rum, ist noch ein weiter Weg. Aber warum nicht? Die Ehrung zeigt ja, dass gut gearbeitet wird. Ich hoffe, du bist die Rose.
im Parallelspiel. Hat es ein Tor gegeben. Ah, das wird ja durchgegangen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hoffenheim. Neuer Spielstand damit 1:0. 22 Minuten sind hier gespielt. Danke vielmals für dieses interessante Update. Ja, Freiburg kommt jetzt nicht rein. Der verzieht total. Ciao, der Kapitän. Und sogar. Der hat Glück, dass er den durchkommt, weil er eigentlich durchpassen wollte und Bock hat. Was macht er drauf? Ach, diesmal passt er nicht so ganz wie der erste vorhin. Nach 7 Minuten, da passt das Ding ja genau oben im Winkel. Paulinho. Gefährlich. Super rausgespielt. Kalajdzic, 4-0. Aber sie haben es sowas von Weltklasse rausgespielt. Sie haben es sowas von gut rausgespielt. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Tor Nummer 9. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Gefühlt haben wir, glaube ich, jeden Schuss getroffen. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen, rüber ins Studio. Ah, oh, schön gemacht, Johnny Burkhardt, der jetzt Gas gibt. Pass. Der passt. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Auch hier wieder wie der ersten, nach dem ersten und zweiten Tor direkt ein Doppelschlag. Kalajdzic. Ah, am ersten vorbei. Zaza Kalajdzic. Die Flanke kommt auf den Rose und den kann er noch klären. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Er ist unglaublich wichtig für dieses Team, aber heute übergeht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Abgefangen. Ciao. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Passt. Der Ball ist drin. 6-0 zur Pause. Nur jetzt Vorlage von Ciao. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nichts zu halten für Trapp. Der nächste, der oben einschlägt. Tor Nummer 2. Johnny Bock hat also 2 Doppelpack heute. Ja, passt. Die erste Hälfte ist rum. Und mit diesem Spielverlauf hatte ich so nicht gerechnet. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Hand aufs Herz, Frank Buschmann. Ist das Ding hier schon durch? Sieht fast so aus, obwohl wir haben ja noch eine Halbzeit zu spielen, aber das ist eine eindeutige Führung. Ein Pass mit viel Auge. So, dann gehen wir mal rein in Halbzeit Nummer 2. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Bockert. Es gab einen Elfmeter auf einem anderen Platz. Deswegen mal kurz rüber ins Spiel. Oh, schön, Paulinho. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das ist noch gefährlich. Ah, ein bisschen zu lange gezögert, der gute Paulinho.
Die macht er normalerweise blind. Ja, guter Pass. Mina. Gute Aktion jetzt. Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich eine neue Aufgabe stellen. Jetzt vielleicht. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gut gehalten, der erste den Querpass da verhindert auf der Rose. Und der beim zweiten hat er gut gehalten. So, Ball Schalke auf Karl Leitschid. Ich habe gesehen, dass da. Da ist die Flanke. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Ein Tor. Tor für Schalke. Gut gemacht von Karl Leitschid. Gut mitgedacht, quergelegt. Quer geflankt. Und dann macht es für Rose und eigentlich ohne Probleme. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Richtig. Ich hätte auch uns kurz erklären können. Nochmal dieser Treffer. Keiner bei ihm. Und dann passt das Ding irgendwann. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Die Nummer 16. Ah, haben wir erst vorbei. Gut gemacht. Eine Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Klasse Technik. Wieder Burkhardt, der zwei Tore heute gemacht hat. Da wäre jetzt Platz. Ball kommt an den langen Pfosten. Paulinho kann den an. Nimmt den an, aber kriegt den nicht so kontrolliert, wie er ihn gerne hätte, dass er den direkt reinlegen kann. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Schalke. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. In Leipzig klar, dann. Da sind wir mit dabei und werden das Spiel. Oh, der ist nochmal angekommen, der Ball. Der ist eigentlich ganz so schön war, die ne? Diese Chance ja, gut, der Rose, der war ein bisschen ziebig. Dachte, wir können so locker vorbeilegen, Tom. Und die Schalke machen es weiter, die machen noch Druck. Musiala. Lockert. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Gut gemacht von Trapp. Gut auch gepasst da. So, Doppelwechsel, Dreifachwechsel sogar jetzt. Das war richtig gefährlich. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Na, Kenny Schalker ist vorbei. Abgelaufen. Bella Kotschab ohne Probleme. Da komme ich gar nicht. Der ist ein bisschen steil. Sehr steil geschossen. Aber es war gut gemacht. Gut gedacht. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. So, jetzt gibt es den Wechsel. Oder? Jetzt kommt der Wechsel, ja. Eine ganz, ganz starke Leistung. Starke Wechsel sogar dreifach. Bringt Coutinho für Paulinho, bringt Bostoan für Burkhardt und für Musiala Mertjan. Zuspiel Coutinho, Gegner ist da. Melendo, überhaupt nicht zu sehen heute. Santi Mina. Klasse Leistung heute, er passt hinten auf. So, Coutinho jetzt mal mit Tempo. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe bei Rüdiger in Schule. Stark gemacht, das könnte was werden. Der passt dann doch. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Da war aber ziemlich krumm. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, der hat sich sogar nochmal ein bisschen weggedreht. Also Coutinho, ja, warum nicht? Ist sein viertes Saisontor. Traf hier dreimal für Leverkusen. Bevor er dann hier nach Schalke wechselt. Ich wollte ihn ja unbedingt haben. Das ist eine Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Philipp Coutinho.
Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spieler. Schöner Ball auf Kalajdzic. In der Tat, Wolf, du musst deine Chance eben nutzen. Da hat er die Chance. Boah, Latte! Diesmal fackelte Rose nicht lange. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Ja, jetzt gibt's Gelb. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Gelb für Hunziker. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ja. Ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Erstes Spiel der Gelb. Tor gemacht, das 1-0. Santimina. Nee, den Ball trifft er nicht. Ja, aber gut, eigentlich war der gut abgeschlossen, nur halt. Zentner, der aber ist in, der wach ist, der aufpasst, der eigentlich nicht viel zu tun hat heute. Oh, da ist auch fast so gewesen, der nächste. Jetzt ist er vorbei. Also Frankfurt noch mit zwei guten Chancen. So, kurz vor Ende nochmal. Super Aktion, das ist gut abgefangen da. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Kubilanski. Ah, den hätte er laufen lassen können. Aber ist egal. Ist es nicht spielentscheidend? Gewinnen das Spiel locker mit 8 zu 0. Holen uns die 3 Punkte. Bleiben natürlich deswegen auch vorne. Hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. So. Ja, mit viel Übersicht. Gut in den Lauf gespielt. Also, auf jeden Fall erstmal die Eintracht gepackt. Und zwar aller hochverdient. Gut, da haben sie schon 6-0. Und dann zweite, dann haben wir dann nochmal ein bisschen Schongang gemacht. Aber, naja. Gut, der nächste Spiel ist dann der RB und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an.